zu. Natürlich denke ich an den Mod. Voilà. Oh, geht. Das war jetzt, glaube ich. Aufträge, da hat man noch, glaube ich, auch noch was. Geht das wohl nicht mehr so festhängen. Das war nicht so klug, okay. Ah ja, das war mit Edward und Renka. Frage, wo ist denn die? Steht eine strahlende Zukunft bevor. In den Armen der Maschine. Das ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Beide Ohren. Wir haben lange genug gelitten. Zatracený augové. Scheiße. Was? So, schauen wir mal Edward rein. Jesus. Meine Ware ist nichts für Sie, wirklich. Interessanter Look. Tak si pro mě pojď, Fyšáku. Pro tebe. Blöd, wenn er mal vor Ort gucken. Aber er gemerkt, dass die Blöden in der Kanalisation rumhüpfen. Was für eine Stadt. Gerade noch diese Tür gezählt. Ah ja. Sieht hochinteressant aus. Eventuell ist das da. Scheinwerfer.
Wisnik könnte Hilfe brauchen. Könnte es. Es hätte es jetzt auch schön. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Spürt ihr es alle? Wir werden jemand anderes. Oben, nicht durch ewiges Dunkel. Nicht durch Technologie, nicht durch Versuch und Irrtum, wie es die Evolution macht, sondern durch reine Willenskraft. Die Welt oben kennt nur Tod. Oh Mann. Ich sehe schon, das ist alles, als ich es weiß. Du musst aufhören. Manche fragen. Und ich frage, was trage ich zur Erfahrung bei? Du weißt, wer du bist. Du weißt, wovon ich rede. Wieso hat mich jetzt die Scheißkolle hier gefühlt? Disney könnte Hilfe brauchen. Schlecken. Ja? Was willst du haben? Bier? Was anderes? Was hast du sonst noch? Oh, nur ein ganz interessantes Objekt. Dafür, dass du vom Verkaufen lebst, bist du sehr schweigsam. Es ist heutzutage nicht einfach zu erkennen, wem man trauen kann. Zum Beispiel, du hast nicht zufällig etwas Neuropozin bei dir, das du erübrigen könntest, oder? Es ist so. Hier ist es viel hilfreicher. So was Wichtiges. Klar, hier bitte. Mal schauen, was er hat. Danke. Das ist wirklich sehr wichtig für mich. Harte Zeiten. Wir müssen alle unser Möglichstes tun. Du verstehst mich. Das ist. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Leute einfach wegsehen. Aber das können wir uns nicht leisten. Nicht die Optis. Nicht die anderen. Alles, was passiert, passiert uns allen. Das Neuropozin ist nicht mal für dich, stimmt's? Nein. Ich bin sowas wie ein... Also, ich nenne es Schmuggelsamariter. Ich beschaffe Sachen für Bedürftige. Schön, dass ich helfen konnte. Ich kann dich nicht ohne angemessenen Dank gehen lassen. Im Keller sind Vorräte. Die Tür hat den Code 1015. Du kannst dich dort gerne bedienen. Danke. Gern geschehen. Wie du gesagt hast, wir müssen einander helfen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Dann zeig mal den Krimskrams, den du verkaufst. Ich brauche nichts. Wie du meinst.
So, wir haben zwar jetzt den Code, aber ich knack das nicht. Deswegen speichere ich jetzt nochmal. Vor dem Knacken von so einem Scheiß sollten wir mal speichern. Nicht, dass hier jetzt irgendwas unerwartet ist. Doch, speichern, ne? Ja. Mal im Jahr. So. Weil. Sicherheitsstufe 4, na gut. Machen wir es halt so. Ja, Billard spielen scheine. Geht nicht. Alkförmig und mit der Munition. Das ist ein paar schwere Waffen. Die Zeitungen brauchst du nicht. Babbel muss nix. Aber jetzt weiß schon. Im Fall, dass hier irgendwas Besonderes ist. Das ist die Zelle gut. Ah. Das hat sich. Lösen wir es mal durch.
Scheiße, hier soll Vorräte sein. Was darf ich Ihnen bringen? Guter Zeitpunkt für einen Spaziergang. Der alte Mann sollte eigentlich allein sein. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich habe gehört, du hast Kohle, Opa. Ist das wahr? Hau ab, Opti, sonst kümmern wir uns erst um dich. Ich habe gehört, du... Sie sollen weggehen, bitte! Ich habe gehört, du hast Kohle, Opa. Ist das wahr? Ich rufe die Polizei! Die Polizei hilft Optis nicht. Dafür musst du schon uns bezahlen. Ich stelle hier alles auf den Kopf, wenn es sein muss. Bitte! Du bist ein toter Mann! Hilfe! Helfen Sie mir! Das war's. Du willst es so. Ja. Ich muss mal... Nochmal, diesmal muss ich aber schauen, wo der Nahkampf ist. So. Jetzt habe ich endlich den Idioten getroffen. Gefunden. Das habe ich vorhin schon durchgelesen. Ist hier niemand mit? Nochmal schauen.
Schimmer scheinen. Ich will was finden. Aber zuvor. Bevor wir richtig scheiße können bei der Rettung von dem Spinner. Ich hab gehört, du hast Kohle, Opa! Achso, ich würde das scheinen. Ist Tastatur? Das funktioniert. Die Polizei hilft Optis nicht. Dafür musst du schon uns bezahlen. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Oh ja. Mit. Danke, Ich wusste nicht, was ich tun soll. Es gibt nicht viele, die ein Mann wie ich um Hilfe bitten kann. Was wollten die? Was alle wollen. Geld. Sie stark fühlen. Zuerst dachte ich, sie wollen mich mitnehmen. Das kann jetzt jederzeit passieren. Vielleicht muss es dazu nicht kommen. Machen Sie einem alten Mann keine Hoffnung. Oder hat meine Tochter sie geschickt? So muss es sein. Warum sollten Sie sonst... Bitte, wann kann ich Sie sehen? Warum sollte Ihre Tochter mich schicken? Ich dachte, Sie und das Kind hätten vielleicht beschlossen, Opa mit seinen Papieren zu helfen. Aber sie weiß, dass ich nicht entdeckt werden darf. Ein Kontakt... wäre zu gefährlich. Ah, ja. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor ein paar Jahren. Beim Tag des... Sie wissen schon. Im Tag des Zwischenfalls? Als ich als Teenager nackt auf ein Fußballfeld rannte. Das war ein Zwischenfall. Aber das... war das Werk des Teufels. Er hat uns gezwungen, zu sehen, was er sieht. Es ist eine lange Zeit, wenn man jemanden liebt. Sie trifft keine Schuld. Mein Schwiegersohn hält sie von mir fern, weil... Naja, weil... Weil was? Stehe ich hier vor Gericht? Bald verurteilen sie mich auch. Genau wie er. Wie alle. Verurteilen wofür, Edward? Sie sagen, ich wurde ein Monster. Im Park. Beim Zwischenfall. Sie waren bei Ihrer Familie, als das Signal kam. Darrows Signal. Als alle Optis die Kontrolle verloren haben. Ich habe den Jüngsten am Handgelenk gepackt. Und wir haben uns wie verrückt gedreht. Ich weiß nicht warum. Dieses Hochgefühl. Das war nicht ich. Es war rücksichtslos. Da waren Mücken in meinem Gehirn. Da war Blut. Sie sagen, ich... Das war nicht ich. Jemand muss... Ein Fremder. Nach meinem Blackout. Bitte, Sie müssen mir glauben. Es kann nicht sein, dass ich ihm das angetan habe.
Als das Signal gesendet wurde, haben Optis überall schreckliche Dinge getan. Dinge, die sie sonst nie getan haben. Einige können sich nicht erinnern, andere wollen sich nicht erinnern. Die Wahrheit ist, dass es möglich ist, Edward. Aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Ich habe ihnen gesagt, es waren meine Hände, aber nicht mein Herz. Aber was heißt das schon? Warum sollten sie mir vergeben, wenn ich mir nicht vergebe? Einer von ihnen lebt noch. Und ob ich ihn nun sehen kann oder nicht, ich möchte in der Nähe bleiben. In Prag. Hier, auf den ersten Blick täuscht das jeden. Der Polizist hat gesagt, dass ich normal zahlen muss. Stimmt das? Nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das freut mich sehr. Und jetzt? Muss ich etwas aktivieren? Ich kann meinen guten Mantel anziehen. Wenn ich warten muss, warte ich. Ich beschwere mich nicht. Ganz so legal ist die Sache nicht. Oh, muss ich irgendwo einbrechen? Das übernehme ich. Sie tauchen einfach unter, bis ich weiß, wie ich Ihre Nummer aktiviere. Gut, das kriege ich hin. Ich warte hier. Schrank zu schwer. Ich greife mich wieder weg. Ah, ein E-Book. Nur so als Lesen. Kann ich
Station besonders vor, das Extremismus zu schüren und die Unzufriedenheit zur Tat anzustiften. Die Wirtschaft zu hören in den Sitzlern. Das kann man irgendwie aus der Gegenwart. Ja, kein. Hier machen wir dann im nächsten Video weiter.